Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder FIFA 22 Karriere. Ich habe etwas Neues gedrückt. Und zwar mit an die Scheibe. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe letztes Mal vergessen zu speichern. Und jetzt haben wir den letzten Transfer nicht gemacht. Und es sind wahrscheinlich auch manche nicht verliehen worden. Mist. Oder doch, da waren gerade welche verliehen. Deswegen müssen wir jetzt noch ein IV kaufen. Anderen brauchen wir eigentlich gerade nicht. Und ihn hatten wir ja, glaube ich, gekauft und der war richtig schlecht. Den gehen wir jetzt mal auf einen anderen. Hier sieht nicht schlecht aus, aber ey, ja. Ja, ihn hier nehmen wir. Aber den holen wir uns jetzt. Den A. So. Können wir nicht, das hatte ich vergessen. Das ist Linie 60, 17. Gut, Bericht vollständig. Den holen wir uns jetzt. Kontaktieren. Komm ran auf den Meter. Springen wir hier den ganzen Aal. Du bist ein Perspektivspieler. Einverstanden? Station. Ein Angebot sporadisch vielleicht. Na gut, dann nehmen wir an. 5 Jahre. Muss ich nicht so viel machen. Freiwillig übergehen wir. Hin. Gehalt. Gehalt sind viel im 850. Komm. Nehmen wir. Oh, den Typen. Mal gekauft. Gehen wir mal jetzt hier die Mannschaft. Den haben wir hier noch. Ist ja super. Das ist alles top. Da gehen wir dann ins erste Spiel rein, würde ich sagen. Wir müssen ja das ganzen Transferbummel hier überleben. Malern immer noch. Das war gewechselt. Jetzt wird hier immer noch mehr ausgegeben und mehr ausgegeben. Unsere Konkurrenten holen nicht so viele. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht für uns ist. Aber wir müssen auf jeden Fall diesen Aufstieg schaffen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Ziel. Und wir können es, glaube ich, auch noch schaffen. Wir sind nur 10 Punkte oder so entfernt. Und wenn wir gegen einen von denen gewinnen, die verlieren untereinander gut. Und wir gewinnen jedes Spiel. Dann schaffen wir den Ausstieg. Ja, jetzt haben sie ja nochmal uns hier was geschickt. Monatsbericht, letzte Frist. Boss abgelehnt. Ja. Ja, super. Gucken wir uns irgendwann anders an. Aber keine Zeit für jetzt. Wir gehen jetzt Training simulieren. Schnell, schnell, schnell. Wir sind sechster Platz. Ungleich mit dem fünften aber. Was wichtig ist. Und wir spielen gegen 1860 München. Schon angekündigt. Dann gehen wir auch gleich rein in das Spiel. Hier natürlich. Bus. Aber warte mal. Okay, doch. Das ist die richtige Aufstellung. Squirtle spielt. Alles spielen. Doch, das ist doch erst rein. Dann rein mit uns. Hier in den grauen Trikots. Und 60 München in Weiß und die sind so weit hinter uns. Also es muss hier ein safer Win werden, eindeutig. Super, pass auf ihre da, ja. Wieso ziehst du so früh nach innen? Du hast doch erstmal noch Platz vor dir. Abschließen hättest du eh nicht alleine gekonnt, hättest du ihn umspielen müssen. Vielleicht wollte er das, keine Ahnung. Will auf jeden Fall nicht verlieren. Ein bisschen gezogen. Super ausgewichen von jetzt, Quirdo. Jetzt kannst du mal alleine ein bisschen gehen. Super, super Doppelpass hier. Und jetzt mal in die Mitte bringen den Ball. Bring den Ball in die Mitte. Oh, jetzt selber. Nicht schlecht. Hier, gelbe Karte. Für meinen Spieler. Linksverteidiger. Jetzt, boah, war eine schlechte Idee. Jetzt müsst ihr den irgendwie in die Mitte irgendwo durchkriegen. Oh, starke Idee. Leider nicht angekommen. Jetzt weiter pressen, das macht er super.
Ja. Nicht schlecht. Ball abgefangen. Ja. Weiter so spielen. Boah. Oh, leider abseits. Schade, schade, schade. Top-Idee. Das war aber auch abseits, Schiri. Oh. Nee. Es kann nicht wahr sein. Och Mann. So liegen wir denn jetzt 1-0 hinten. Strafft euch, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen das Spiel gewinnen. Und ihr macht hier sowas. Ach, Menno. Gleich zur Halbzeit. Zur Halbzeit 1-0 hinlegen ist nicht schön. War eine Notbremse, ne? Jetzt kurz vor Halbzeit noch hier so ein Freistoß. Schön. Gucken wir uns an. Rüber. Also Team, was soll das? Was ist los? Wieso liegen wir hier hinten? Wir müssen das hier gewinnen. Spiel. Muss jetzt wechseln, zwangsweise. Erstmal kommt Korte rein für Brummer. Der Goppel auch noch einwechseln, aber ich will ihm hier auch noch eine Chance geben. Die Ritter hat bisher noch nichts gemacht, deswegen würde ich es mal Sliskovic reintun. Mache ich Goppel in der 60. Fortsetzen. Musste was tun und ich hoffe, die Wechsel fruchten. Sliskovic ist kein schlechter Spieler, aber er ist halt eigentlich die Nummer 2 hinter Iredell. Aber Iredell hat halt nicht geliefert. Und ich könnte jetzt einmal auf sehr offensiv gehen hier, weil. Oh Gott, wie kann das sein? 2-0. Scheiße. Mann. Durch. Schieß ihn rein. Oh nee. Ja, 2-1 Liskovic. Geil. Geil, geil, geil. Geile Aktion. So möchte ich das doch sehen. Bitte, bitte, bitte macht weiter so. Bitte. Ja. Muss der Ball wieder nach vorne. Guter Versuch. Jetzt muss ich Goppel reinbringen. Verstehe auch nicht, was das soll. Liskovic soll eigentlich weiter vorne bleiben. So. Immer wieder rein hier. Ja, jetzt mach ihn, mach ihn, mach ihn. 2-2! Jetzt quittet du, geil, 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 geil. Jetzt so weitermachen. Noch eins. Holt den Sieg nochmal nach Hause. Das wäre ja der Wahnsinn. 2-0 führen sie und dann kommen wir nochmal. Dürfen wir nur nicht verkacken. Was war das denn für ein Ball? Boah, wir haben ihn wieder. Super passend. Spiel. Boah, kommt er leider nicht mehr dran. Schade, schade, schade. Wir müssen weiterhin stark bleiben. Super abgefangen. Was ist das für eine Passdings? Oh mein Gott, war das geil gespielt. Was? Der Torwart wirft ihm den Ball vor die Füße und er macht ihn nicht. Jetzt mach du ihn, Slisko. Sliskovic mit dem 3-2. Das ist es. Das ist die Aufholjagd des Verderbens. Oh mein Gott. Wie wurde das gerade gemacht? Wie? Das war ja unglaublich. Das war ja unglaublich. Ah, und jetzt noch einen hinterher. Zeigt dem, wer die Besten hier in der Liga sind. 4-2! Sliskovic mit dem Dreierpack.
Es ist unfassbar. Was liefert der gerade ab? Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Dreierpack von Sliskovic. Und das ist der Sieg. Ich hatte zwischendurch wirklich nicht mehr dran geglaubt. Wir haben 38% Ballbesitz, aber 10 Schüsse. Geil. Müssen wir hoffen. Sylt gegen Regensburg 1-1. Perfekt für uns. Perfekt. Hätte nur einen Punkt gekriegt. Oh mein Gott, Ingolstadt hat auch gewonnen. Wir rücken näher an Osnabrück und Co. Das ist unglaublich wichtig. Und nach so einem Spiel kriege ich ein Down-Rating. Ich habe nur 79. Was soll das denn? Mein Gott. Spielen gegen Werl. Und wir müssen was an der Aufstellung ändern. Ganz wichtig. Das war ja gar nichts. Das Spiel zuerst. Mofka kommt mal wieder rein. Izquierdo hat super gespielt. Sliskovic finde ich, er hat verdient, jetzt mal von Anfang an zu spielen. Aubry kriegt mal eine Pause. Machst du mal eine Pause? Ja, ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich bringe mal wieder Langford. Unser Juwel hier bekommt später seine Minuten. Naja, sonst war es das erstmal mit den Wechseln. So ist, glaube ich, ganz gut. Und so gehen wir rein ins Spiel gegen SC Werl. Wir müssen Gas geben. So. Nächstes schwieriges Spiel. Aber wenn wir das gewinnen, dann sind wir schon so gut wie auf dem Aufstiegsplatz. Und mal, die haben den Bruder von meinem Linksverteidiger, Ezek Wem. Sehr witzig. Hier in schwarzen Trikots. Jetzt wird's ganz wichtig, ob wir hier uns durchsetzen können. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Wir nehmen Ball in die Mitte, ja. Ein weiter. Dann hätte sie ihn auf Pirlo gebracht, wäre er schon vielleicht drin. Schieß! Oh, schade. Du bist noch im Ballbesitz, schießt einer. Irgendwie den Ball in die Mitte bringen wieder. Schieß, Junge. Ja, 1-0. Sliskovic ist gerade im besten Weg Lebens. Unglaublich. Das ist ja unglaublich. Wenn jetzt jedes Spiel 3 Tore macht, dann finde ich das klasse. Ja, das finde ich nicht gut. Okay. Gut, die Situation geklärt. Und was für ein schlechter Abstoß wieder. Ich glaube, da muss auch mal wieder der Zweitorwart spielen. Um dem zu zeigen, dass der Boss nicht der einzige Boss ist. Ja. Abseits, hoffentlich nicht. Und die Izquierdo? Nicht schlecht. War ein guter Versuch. Aber jetzt müssen wir hier denn das nächste Tor mal einfahren. Oh, an die Latte! Und 2-0 Brumme! Geil! Geil, geil, geil! So mag ich's doch. So mag ich's. Und so will ich's sehen. Unglaublich, was hier gerade abgeliefert wird. 2-0. Ja gut, wer ist, glaube ich, gar nicht so ein Gegner. Ich glaube, die sind irgendwie so. Was macht er denn? Die sind, glaube ich, untere Tabellenhälfte. Aber egal, ist auch wichtig, dass wir gegen solche gewinnen. Gegen München, die sind ja, glaube ich, genau in der Mitte der Tabelle. Hier haben wir auch 2-0 hinten gelegen. Ja, ich hoffe, das wiederholt sich jetzt nicht, was wir mit denen gemacht haben, dass wer das mit uns macht. Nee. Was soll das denn? 2-1, jetzt komme ich schon wieder ins Grübeln. Was das hier soll. 2-0 ist das wirklich das gefährlichste Ergebnis. Ja, gut abgegeben. Traumhafte Pässe hier. Ja, das sieht schwierig aus. Oh oh. Oh ja. Also ich muss sagen, ich habe die erste Hälfte der ersten Halbzeit super gespielt und 2-0 Führung, klasse, ne? Was war denn dann passiert? Ich könnte euch doch nicht auf einer 2-0 Führung ausruhen.
Ich werde jetzt erstmal keine Wechsel machen, aber bringt das mal zu Ende hier. Schießt mir noch ein Tor. Das ist echt nicht einfach. Schiri. Oh, nix. Was? Was war das? Freistoß verlängert und Tor. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich habe es noch gesagt aus Spaß, dass uns nicht das passiert, was wir mit 1860 gemacht haben. Aber es passiert einfach gerade. Wenn 2-0 geführt, steht 2-2. Jetzt mach ihn. In die Mitte! Spiel doch ab! Abseits. Das kann nicht wahr sein. Ich muss jetzt schon mal die Wechsel machen. Kurt kommt raus, da Aubry rein. Und wir müssen halt nochmal nach vorne. Langford hat eben nicht schlecht gemacht, aber weiß nicht, ob ich Iredell bringen soll. Gott, jetzt Quirdo mit dem Fehlpass. Ich könnte Iredell für jetzt Quirdo bringen. Er kann auch nicht mehr so. Vorne wäre eigentlich gut. Boah, wer rechte Seite war so frei. Ihn leider nicht gesehen. Nein, er haut ihn rüber. Freistoß. Okay. Was? Freistoß aus dem. Hä? Wieso gab es einen Freistoß im Strafraum? Hä? Das check ich nicht. Check ich wirklich nicht. Okay. Squirtle kommt raus, dafür kommt Iridal rein. So, und dann müssen wir nochmal offensiv. Wir können das Spiel nicht unentschieden spielen. Ist zu wichtig, das zu gewinnen. Wir haben noch viel schwierigere Gegner vor uns. Und wenn wir das hier verlieren, dann können wir eigentlich sagen, ja, war's, ne? Ja, es wird jetzt ein bisschen eklig. Hoffentlich spielen die nicht auf Zeit. Ja? Lauf, Junge, lauf. Oh, er haut ihn rüber. Nee, er hat gefälscht, okay. Bitte. Bringt den Ball irgendwie in die Mitte ins Tor. Er schießt rüber, er schießt rüber. Mann, Mann, Mann. Ich will hier kein 2-2. Wir haben auch keinen Los, ne? Oh nee, das war's. Abpfiff. Sich alle freuen mit 11 Schüsse und dann noch 2 Tore, 8 Chancen. Mann, 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 Mann. Es hätte eigentlich ein Sieg sein müssen. So ein Mist. Trainerwertungsupdate 75 nur noch. So ein Rotz. Ja, Kempe, Junge, du verlässt bald unseren Verein, deswegen spielst du nicht. Sonst liegen wichtigere Spiele, nerv mich nicht. Ich hab da keine Zeit für. Gegen Havelse, wir müssen nochmal umstellen. Nichts gebracht. Ich mach Langford raus und Goppel wieder rein. Ich weiß immer nicht, ob Korte oder Brumme besser ist. Einer von beiden ist bestimmt besser. Siskovic bleibt erstmal, Jakobsen kommt raus, Aubry kommt rein. Sommer wieder rechts, oder soll ich mal hier wirklich einen anderen links spielen lassen? Soll ich mal Kempe für die Zufriedenheit? Aber die gehen beide in Rente, die nerven mich total damit. Und Ezequiel ist gut, ne, das mache ich nicht. Höchstens will ich nochmal spielen lassen. Tun wir Willi rein. So. Mal so, dass wir das nächste Spiel gewinnen können. Gegen Havelse. Müssen gewinnen. Oh, Ingolstadt spielt genauso wie wir immer. Die haben auch
140 Punkte. Aber wir müssen jetzt hier wieder einen Sieg holen, sonst können wir es wirklich vergessen. Eigentlich, das Unentschieden war schon zu hart eigentlich. Bitte, bitte, bitte. Lasst uns das gewinnen. Bitte, bitte, bitte. Noch wie ein Grau. Und 2-0 hergegeben. Super Pass. Super Zusammenspiel auch bisher. Aber jetzt muss irgendwie mal der Ball auch in gefährliche Toren herkommen. Ja. Oh, 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 oh. Lass euch nicht auskontern, bitte. Oh, warum ist der so frei? Goppel, super, hinterhergegangen. Super gespielt. Super aus der Lage gerettet. Wieder gerade auf dem Lauf. Schieß ihn rein. Nein! Was ist mit ihm los, mit Sliskovic? Wie kann er den nicht machen? Wie kann er den nicht machen? Hier in die Mitte. Oh, der macht ihn wieder nicht. Gut, diesmal. Macht er wieder nicht. Ich glaube, Sliskovic muss in der Halbzeit raus, wenn sie 0-0 steht. Also wenn die hier noch kein Tor haben. Jetzt mach ihn. Oh mein Gott. Das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Chance, oder? Kopfball. Wie? Sliskovic, wie hat er den denn reingemacht? Ach, der Torwart hat den schon. Ich habe gar nicht hingeguckt mehr dann. Geil. Sliskovic, du hast mich anscheinend gehört an der Seitenlinie, wie ich gesagt habe, dass du dann raus bist. Stadion leer, oder warum hört er mich? Stark. Ist auch wichtig, dass wir hier 1-0 führen. Aber jetzt müssen wir weiter dranbleiben. Wir können jetzt uns nicht auf dem 1-0 ausruhen. Ja. Ja, wäre besser, wenn er auf Koppel durchgesteckt. Aber jetzt Quiero möchte nochmal machen. 2-0. Korte. Geile Aktion. Ganz, ganz geil. So. 2-0. Wir ruhen uns aber nicht drauf auf, nicht, dass es wieder zum 2-2 wird, ne? Keins mehr vor der Halbzeit bitte kassieren. Oh, Sliskovic kann schon nicht mehr. Ich glaube, ich nehme den trotzdem in der Halbzeit raus. Die schlechteste Ausdauer. Boah, das ist die nächste Chance. Wer nicht macht, immer noch eine Ecke. Und das nach ist, glaube ich, Abpfiff. Schieß nochmal. Irgendeiner. Oh mein Gott. Was? Iridan im Pfosten nochmal. 10-0 Schüsse. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich tue ihm hier einen Gefallen. Er kann wirklich nicht mehr, glaube ich. Kommen wir Iredell rein. Und machen so weiter. Iredell möchte sich auch mal wieder beweisen. Sliskovic hatte letztes Mal eine ganze Halbzeit gekriegt als Eingewechselter und hat 3 Tore gemacht. Und letztes Spiel habe ich Iredell eingewechselt und er hatte keine ganze Halbzeit. Und hat aber auch kein Tor gemacht. So. Also will ihm jetzt auch mal eine ganze Halbzeit nochmal geben. Vielleicht noch mal beweisen kann, wie gut er ist. Ist ja super, weil er hat halt letztes Spiel nicht performt. Und Sliskovic hat halt dann performt nach Einwechslung. Und 3-0 jetzt Quiero, geil. Geil, geil, geil. Geht's richtig los. Jetzt geht's richtig los. 3-0. Aber wir sind immer noch ohne Torschuss. Zählt hoffentlich nicht als Tor, als Schuss. Zählt das hoffentlich nicht, weil es war überhaupt nichts. Iredell hat einen super Lauf, aber. Warte. Aber jetzt ist mir eigentlich auch egal, solange es beim 3-0 bleibt. Ja, super. Also die Abwehr ist gerade top. Kann man sagen. Was das auch für Ballpässe sind, das ist ja wunderbar.
Und auch mal schießen, genau. Kurt, mit dem Schuss, aber 3-0 bin ich völlig fein mit. Wenn wir jetzt auch schon 4-0 hätten machen können. Aber zu 0 ist immer gut, finde ich. Also außer 0 zu 0. Boah, da, okay, jetzt langsam wird das 4-0 mal zwingend notwendig. Noch eine Ecke. Unser Ball war. Schieß ihn rein. Drüber. Nächste Ecke. Wie viele Ecken hatten wir an die Statistik? Jetzt bin ich ein zu weit. Statistik. Ja, gut, zeigt es mir halt nicht. So, hier stehen gar nicht die Ecken. Aber 15 zu 0 Schüsse sagt auch schon wieder einiges. Oh, oh, wird das der erste Schuss und das erste Tor. Es kann nicht sein. Wie können wir denn in der 89. Minute noch das 1 zu 3 kassieren? Das geht doch nicht. Ja, Abwurf, komm. Ah, das nervt mich nochmal. Das Gegentor. Ein Schuss, eine Chance, ein Tor. Wir hatten 15 Schüsse, 9 Chancen und dann 3 Tore. Ja, egal. Wir sind. Wir haben einen Sieg, das ist eigentlich das Wichtigste. Stehen vielleicht jetzt sogar vor Ingolstadt? Nein, die haben auch gewonnen. Wie kann das sein, dass die immer wieder gleich spielen? Wie wir. Danke, dass du auf den ersten Mannschaft spielen darf. Ich gebe das Beste. Ich erwarte mehr von dir. Komm schon. Ich hatte schon befürchtet, ausgebuht zu werden, die Neuzugänge und die Schlagzeilen in den Medien beunruhigt. Ich erwarte Top-Leistung. Komm her. Freund, jetzt ist er wieder glücklich. Entwicklungsplan ist fertig, super. Nein, alles läuft nach Plan. Außer, es sind noch 5. Okay. 6 Punkte. Bis zum dritten fehlen. Es sind halt nur 2 Siege, ne? Aber die dürfen dann auch nicht gut spielen. Wieso habe ich denn noch eine 73? Es kann nicht sein. Bin gerade dabei. Wir haben einen super Abstand auf den siebten. Sind weiterhin ungeschlagen, ja. Haben die Nachrichten ja auch berichtet. Und als nächstes geht es gegen Zwickau. Ich weiß nicht, auf welchem Platz sie sind. Da werden wir dann auch nächste Folge eine Pressekonferenz halten. Aber für diese Folge war es das erstmal. Schön zurückgezogen ist. Unseren Torwart verkaufen wir nämlich nicht. Für diese Folge war es das erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.